und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI Phantom 2. Beim letzten Mal hatte ich euch gezeigt, woher die bekannten Streifen beim FPV-Bild kommen und wie man die Ursache Spannungsschwankungen in der Stromversorgung mit einer relativ einfachen Schaltung in den Griff bekommt. Und zwar mit einem sogenannten LC-Filter. Einen solchen Filter, den wollen wir uns heute gemeinsam basteln. Dafür habe ich hier schon einiges bereitgelegt. Also fangen wir an, Lötkolben an und dann geht's los. Ja, gehen wir am Anfang noch mal ganz kurz auf die Teile ein, die ihr benötigt. Also als allererstes brauchen wir hier einen Elektrolytkondensator, radial bedrahtet, 470 Mikrofarad Kapazität und eine Spannungsfestigkeit von 25 Volt sollte der haben. Als nächstes brauchen wir dann eine Spule. Eine Hochstromspule habe ich hier in SMD-Bauweise mit 100 Mikrohenry Kapazität. Die sollte geschirmt sein, damit hier das Magnetfeld den Kompass nicht unnötig beeinträchtigt. Ja, darüber hinaus brauchen wir so das Übliche, also hier zum Beispiel so ein bisschen Schaltlitze, um die Kabel zu löten. Wir brauchen hier Schrumpfschlauch, um das alles schön zusammenzuschrumpfen und keine offenen Verbindungen und Kontakte zu haben. Und wir werden hier auch hingehen und ein paar Stecker dran machen. Da hatte ich ja euch ja auch schon welche vorgestellt. Hier werden wir Standard-WEC-Stecker nehmen und die dann eben an den Filter dran bauen. Wir fangen an mit der Litze. Hier brauchen wir so etwa 10 cm. Einmal rotes und einmal schwarzes Kabel, um halt den Filter dann dazwischen zu bauen. So. Dann können wir hier auch schon die Enden abisolieren. Wer übrigens hier noch nicht entsprechend gutes Werkzeug hat, dem empfehle ich einen Blick in mein Video über die wichtigsten Zangen im Bereich Elektrotechnik. Da stelle ich diese Zangen vor. So, und wenn wir das dann abisoliert haben, dann müssen wir hier das rote Kabel noch einmal durchschneiden. Und zwar ja so bei etwa einem Drittel. So. Und auch hier dann die Enden abisolieren. Hier ein bisschen mehr abisolieren, weil das sind die Enden, die wir jetzt gleich auf die Spule löten. Und da können wir ruhig ein bisschen mehr dran löten, dann ist das etwas fester und auch einfacher zu löten. Weiter geht es dann auch an der Spule. Hier verzinnen wir zunächst die Enden an der Unterseite der Spule vor. Und dasselbe machen wir auch an den beiden längeren Enden des roten Kabels. Auch hier die Enden vorverzinnen, sodass wir die jetzt gleich an die Spule anlöten können. Nachdem dann alles vorverzinnt ist, geht es an unserer Spule hier weiter. Hier muss jetzt an der Unterseite müssen die beiden Kabel festgelötet werden. Und zwar zunächst das eine Kabel hier an der einen Seite und dann das andere Kabel an der anderen Seite, jeweils auch in die andere Richtung. Dazu kurz hier den Lötzinn erhitzen, Kabel draufdrücken und dann warten, bis das hier fest ist. Wenn ihr das dann fertig angelötet habt, dann müssen wir jetzt hier noch ein wenig Kabel abisolieren. Und zwar setzen wir jetzt hier den Elektrolytkondensator direkt unter die Spule und löten dann die einzelnen Beinchen an den Kabeln fest. Also hier den entsprechend die eine Seite an dem Plus, an dem roten Pluskabel und die andere Seite hier am grauen Minuskabel. Das heißt, wir müssen die hier in etwa in der Region der Beinchen ja so ein bisschen abisolieren, vielleicht so einen halben Zentimeter, damit wir jetzt da gleich diese Beinchen festlöten können. Wenn ihr eine gute Abisolierzange habt, dann ist das in der Regel kein Problem. Einfach gucken, dass es passt, dann mit der Abisolierzange da so ungefähr in den entsprechenden Bereich hinein. Einmal kurz ziehen
Und dann seht ihr schon, habe ich jetzt hier so einen kleinen Bereich abisoliert. Das ziehe ich jetzt noch ein bisschen größer. Und dann können wir jetzt hier dann gleich dieses eine Beinchen dann festlöten. Und dasselbe müssen wir natürlich auch hier auf der anderen Seite machen, in derselben Höhe. Also einmal hier gucken, dass wir genau dieselbe Höhe erwischen. Da in etwa so. Und dann auch hier wieder die Isolierung so ein bisschen entfernen. So, sodass ihr hier jetzt entsprechend etwas blankes Kabel habt, um hier den Kondensator reinzulöten. So, das Kabel habe ich hier so ein bisschen um das Beinchen herum gedreht. Ihr wisst vielleicht aus meinem Video über das Löten, dass man versuchen sollte, jederzeit zunächst mal eine mechanische Verbindung herzustellen. Ja, dann wird das Ganze jetzt ein wenig erhitzt und einfach etwas Lötzinn dann hier auf die Stelle aufgetragen. Und das reicht dann auch schon aus. Und dasselbe machen wir jetzt natürlich auch mit dem grauen Kabel. Wie gesagt, bei der ganzen Aktion unbedingt darauf achten, dass ihr den Elektrolytkondensator richtig rum einlötet, denn ansonsten geht er kaputt. Das graue bzw. schwarze Kabel, das muss hier an die Seite gelötet werden, wo der Elektrolytkondensator diese Markierung mit der Nullen hat. So, damit sind wir dann mit dem Löten komplett durch. So sieht unser Filter nun aus. Der ist noch relativ wackelig, obwohl er eigentlich fest verlötet ist. Und als nächstes gehen wir jetzt hin und verleihen ihm ein bisschen mehr Stabilität, und zwar mit Schrumpfschlauch. Das hat den Vorteil, dass wir hier zum einen diese offenen Kontakte jetzt damit bedecken können. Also hier etwas roten Schrumpfschlauch drüber, den möglichst ranschieben bis zum Kondensator und dasselbe auch hier auf der anderen Seite, so dass wir hier den Schrumpfschlauch haben und dann kurz einschrumpfen. Der Kondensator, der kann normalerweise ein bisschen Hitze vertragen, so bis 100 Grad. Deswegen kann man hier auch ein bisschen das auch einschrumpfen, aber man sollte es nicht übertreiben. So, das reicht schon vollkommen aus. Ja, so sieht unser Filter nun aus mit dem Schrumpfschlauch. Jetzt nehmen wir uns hier noch ein etwas größeres Stück Schrumpfschlauch und stecken das über alles drüber, über die Kabel, über den Kondensator und auch über die Spule, so dass das hier alles ordentlich verdeckt ist. Und dann schrumpfen wir auch das hier vorsichtig ein. Wie gesagt, die einzelnen Teile nicht zu sehr und zu lange erhitzen, sondern immer nur so ein bisschen und dann wieder zu einem anderen Punkt weitergehen. Zu guter Letzt krimpe ich dann jetzt hier noch einen BEC-Stecker und eine BEC-Buchse an die Enden des Filters. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass man dann natürlich diesen Stecker universell einsetzbar machen kann. Ihr könnt ihn also nicht nur am Phantom zum Beispiel nutzen, sondern auch an anderen Multicoptern. Oder aber ihr könnt diesen Filter auch bei Bedarf relativ einfach abmachen. Zum Beispiel, wenn man jetzt das FPV-System nicht unbedingt am Copter hat, dann kann man den relativ easy hier komplett abbauen, ohne dann diesen störenden Filter jetzt hier noch mitzuschleppen beim Fliegen. Und wenn ihr das auch machen wollt, ich habe ja da schon mal einen Film über diese Steckverbindungen im Modellflug gemacht. Wenn ihr das auch machen wollt, dann achtet natürlich darauf, dass ihr hier Stecker und Buchse an die richtige Seite macht. Das etwas größere BEC-Element, der Stecker, das kommt hier an die Seite, wo die Spule ist. Und hier das etwas kleinere Ende, das machen wir, also die Buchse, die kommt hier an die Seite, wo der Kondensator ist. Und ihr müsst natürlich ebenfalls darauf achten, wenn ihr das macht, dass hier die Polung richtig ist. Das ist ganz wichtig, nicht nur für den Filter selber, sondern natürlich auch, also für die korrekte Funktionsweise, sondern auch und vor allen Dingen für den Elektrolytkondensator ist das extrem wichtig, denn ansonsten habt ihr hier ein Problem und euer Filter, der geht schneller kaputt, als euch lieb ist. Ich blende euch hier jetzt mal eine Nahaufnahme der fertigen Anschlüsse ein, dann könnt ihr das genau sehen, wie das dann richtig reingesetzt wird. Zum Abschluss gehe ich dann noch hin und markiere mir hier auf dem Filter entsprechend die Anschlussrichtung. Eigentlich kann nichts schief gehen, da ja
die Stecker und Buchsen entsprechend schon einiges vorgeben, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und beschrifte mir das hier so ein bisschen. Und dann weiß ich, okay, hier in diese Richtung muss mein FPV-Sender sein. Und damit ist unser Filter dann hier fertig gebaut. Ich habe mir natürlich eine solche BEC-Buchse hier auch an den Phantom angekrimmt, sodass ich jetzt hier einfach den Filter anschließen kann und dann ans andere Ende hier den FPV-Sender anschließe. Ihr seht das hier, das rote Leuchten. Wir haben jetzt hier Strom und der Filter, der ist jetzt hier zwischengeschaltet. Vorteil der ganzen Sache ist natürlich, wenn man das jetzt hier so gesteckt hat, dass man den Filter auch an anderen Koptern nehmen kann oder hier an jede beliebige andere Stromversorgung einen solchen Filter dann einstecken und zack, schon hat man hier eine Stromversorgung mit Filter realisiert bei dem FPV-Sender. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, mein Film über hier diese LC-Filter hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unten. Eine positive Bewertung empfiehlt mich weiter und abonniert mich hier auf YouTube und auch auf Facebook. Dann werdet ihr immer über die neuesten Filme informiert. Solltet ihr noch Fragen haben hier zum LC-Filter oder zu FPV am Phantom 2 oder auch zu anderen Multicopter-Themen, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.